Stauden wurden gepflanzt in einer Pflanzaktion der Stadt Frankenberg, in dem Fall dem Bauhof, zusammen mit den Auszubildenden der Firma Hettich. Das Ganze hier am Illersteg in Frankenberg. Früher Parkplatz, nun eine Grünanlage, und die über 20 Auszubildenden von Hettich haben sich an der Stelle doch sehr ins Zeug gelegt. Die mehrjährigen Stauden mit versetzter Blühzeit dienen unter anderem auch nicht nur dem Auge, sondern auch als Insektennahrung. Die ersten Gutachter waren durchaus zufrieden. Firma Hettich, vielen herzlichen Dank sagen. Es geht ja um das Ehrenamt. Und hier in Frankenberg etwas zu tun, ist es sicherlich immer wert, etwas zu tun. Gerade nebenan jetzt auf dem Pfingstmarkt etwas zu tun. Und wir haben ja die letzten Jahre hier dieses Inselquartier, so nennen wir das, neu belebt, neu arrangiert. Und da ist es natürlich toll, als die Idee kam, hier etwas zu machen, eine Pflanzaktion gemeinsam mit dem Betriebshof. Deshalb ist auch Martin Hecker mit dabei. Das ist eine tolle Angelegenheit. Dafür kann ich nicht viel mehr als vielen herzlichen Dank sagen. Und ich habe dann überlegt, wie kann man Danke sagen? Einerseits habe ich natürlich gesagt, wir versuchen mal etwas Besonderes. Nicht ein Eis aus der Gefriertruhe, sondern habe dann mitbekommen, dass der Roberto Martini, dass der auch ein Eisfahrrad hat, Roberto. Ja. Ein Eisfahrrad hat. Ich kannte es bisher auch noch nicht, also für mich auch eine Premiere. Da fahren wir mal gemeinsam mit oder so. Ich kann Roberto sehen, wo mit dem Eisfahrrad. Nein, alles gut. Da gibt es gleich für jeden zwei Bällchen, so haben wir das ausgemacht. Als Dankeschön dafür. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich gucke mal, ob bei den Fahrgeschäften schon was los ist. Und deshalb habe ich für jeden eine Freikarte schon mal arrangiert mit dabei. Da könnt ihr schon mal euch in Vorfreude darauf. Das größte Fahrgeschäft wird der Airwolf sein. Airwolf sein soll 5 Euro Eintritt kosten. Also hat das einen Wert auch von ungefähr 5 Euro, wenn man das fährt, wenn man Kinderkarussell fährt. Vielleicht auch 2 Euro. Ich glaube, das wollt ihr alle nicht, wenn ich euch so sehe. Dann lohnt es sich nächste Woche, das will ich aber auch ein bisschen Werbung machen, den Donnerstag ab 17 Uhr machen wir schon immer Abnahme des Pfingstmarktes. Da haben wir immer so zwischen 300, 400, 500, die dann schon mal kommen. Da kann man auch noch mal, wenn man sich die Schlange anstellt, auch mitfahren. Und ansonsten dann ist natürlich alles ab Freitag, geht so richtig los. Pfingstmarkt, wir erwarten wieder 250.000, 270.000 Gäste. Und das wird sicherlich auch eine tolle Angelegenheit. Also vielen herzlichen Dank nochmal an alle, die mitgemacht haben, die gearbeitet haben. Und jetzt gebe ich jedem so eine Karte. Dankeschön. Oh, du bist hier.